Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir hatten das letzte Mal ja ganz schöne Probleme wieder mal mit den Ballen. Also irgendwie ist das ein Mysterium, muss ich jetzt sagen. Und ja, ich habe zwar den Spielstand gespeichert. Und habe dann den LS neu gestartet und trotzdem war ich wieder am Vortag und irgendwie ganz komisch. Und ja, also ich musste dann kurz die Folge praktisch wiederholen und habe jetzt hier diesen Ballenwagen gekauft und ich habe es gleich mal getestet, ob es auch funktioniert, um nicht gleich wieder auf die Schnauze zu fallen. Aber wir testen es mal ganz kurz an. So, Motor natürlich erstmal einschalten, dann machen wir die Arbeitsstellung. So, das natürlich jetzt wieder Autolot. Ich habe mich dazu auch durchgerungen jetzt hier mit Drehschemel. Normalerweise bin ich kein Freund vom Drehschemel, aber jetzt hier in dem Fall, da wir ja im Moment noch keine großen Gebäude oder sowas haben, dann können wir ruhig hier, haben ja genügend Platz zum Fahren, können wir mit Drehschemel arbeiten und Ballen entladen, das funktioniert und man kommt hier auch wesentlich fast bis auf den Boden, so dass also auch dann die Ballen hier nicht durch die Gegend fliegen und sie stehen auch und ja, ist okay, also damit kann ich leben, das ist okay, wir wollen diesen Ballenwagen so behalten und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir hier die Geschichte mit den Ballen dann so hoffentlich, also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, da muss irgendwas schiefgelaufen sein mit dem Content-Update und ich hoffe, dass es da dem nächsten Update gibt. Falls ich da irgendwas verpennt habe oder auch nicht mitbekommen habe, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, aber ich glaube, wir haben hier wieder irgendwie ein kleines Ballenproblem im LS22. Ist mir jedenfalls die letzten Male nicht aufgefallen, sondern eben erst seit diesem Update. Okay, so, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, weil wir haben ein bisschen den Faden verloren, aber wegen der Geschichte in der letzten Folge. Aber so lernt man immer wieder was dazu und immer kleine Überraschungen beleben ja das Geschäft. Also, was wollen wir machen? Wir können im Moment keine Ballen einladen, lagern, weil die sind irgendwie nur so bei, wo haben wir, 64, 65, 63%. Also das dauert noch. Wir können auch noch nichts ernten hier, denn unsere Felder sind noch nicht so weit. Das wird erst im nächsten Monat sein. Motor mal aus. Und ansonsten, die BGA wird jetzt automatisch befüllt. Augenblick. So, hier. Die BGA wird also automatisch befüllt. Wir haben hier Verteilen eingestellt und da müssen wir uns dann doch auch erstmal um nichts kümmern. Das wird jetzt erstmal soweit von selber laufen. Wir haben auch bei den Kühen soweit alles reingeworfen. Und deswegen gibt es eigentlich jetzt nur noch eine Option für den heutigen Tag. Zumindest erstmal als nächstes. Wir werden hier jetzt noch ein paar Verträge machen. Und jetzt muss ich mal schauen, Feld Nummer 4 war Sorghumhirse, weil ja logischerweise jetzt hier sich auch ein bisschen was verändert hat, nachdem ich ja hier den LS22 neu gestartet habe. Feld 2 sind immer noch die Kartoffeln. Feld Nummer 6 ist natürlich auch Mammutaufgabe. Aber ich denke, mit Feld Nummer 4 werden wir ganz gut hinkommen. Und dann haben wir mal wieder ein Glas hier unterwegs. Und da finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier sagen, wir werden die Geräte ausleihen. So, Freunde, wo steht er, wo steht er, wo steht er? Da steht das gute Stück, ein guter Glas. Und dann schmeißen wir mal den Hobel hier an. Ich überlege nur, der hat jetzt gar keine so große Schneidbreite, gell? Kommen wir, müssen wir, sollen wir? Ich weiß es jetzt gar nicht. Werden wir erstmal den hier aus dem Weg fahren. Weil irgendwo doch hin... Ach, da ist der Schneidwerkwagen. Okay. Ich überlege jetzt gerade. Nee, da brauchen wir den Kollegen, ne? Also das müssen wir dann schon richtig hier machen, so wie ich das sehe, mit dem JCB. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Okay. So. Dann nochmal ausgestiegen. Mit ihm hier rückwärts. Oder täusche ich mich da? Das ist jetzt kein Wahnsinns-Schneidwerk, oder? Nee, nee, das ist... nee, was wird das sein? 57 oder was? Augenblick mal. Sieht man das hier? Das ist der 1080. Der 1080. Schneidwerke 1080 von Glas. Ja, 1080. Ja, ja. 10,80, ne? Deswegen heißt er ja wohl auch so. Also 10,80 Meter ist jetzt, ja, ist okay, okay, Feld Nummer 4 ist jetzt nicht das Wahnsinnsfeld, aber trotzdem finde ich das jetzt, ja, ein bisschen enttäuschend. Okay, so. Jetzt haben wir da natürlich, ne,
Wie machen wir denn das jetzt? Ach nee, jetzt ist da die Palette so ein bisschen im Weg, ne? Naja, es geht jetzt eigentlich nicht ums Beladen, sondern hier um die Kurve rumfahren. Nee. So. Dann bringen wir den erstmal hier ein bisschen aus dem Weg. Jetzt wird das Ganze... Ups, jetzt laufe ich hier mit dem Kopf dagegen. So, jetzt wird das Ganze wieder etwas komplizierter. Ah, doch, es geht. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Damit wir dann anschließen. Aber der JCB hat ja Allradlenkung. So. Das macht es natürlich dann wieder etwas einfacher. So, dann bringen wir den hier. Schwuppdiwupp. Okay. Und? So. Hat er das jetzt justiert oder fällt uns jetzt gleich das Schneidwerk runter? Das müsste eigentlich passen, oder? Ah, diese Zäune hier, ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ist okay, weil diese Zäune waren ja früher mal nicht da hier rechts, sondern die kamen dann auch mit einem Update. Also den linken hier, den habe natürlich ich gesetzt, diesen Holzzaun. Sollte einfach nur helfen, damit der Helfer... Helfen, dass der Helfer nämlich hier nicht irgendwie quer und längs fährt, sondern wirklich auch auf den Wegen bleibt. So, hier haben wir das Feld. So, dann stellen wir den doch einfach so dahin erstmal. So dahin. Ja, und dann müssen wir den nochmal aus dem Weg räumen. So. Ja, weil wenn wir nämlich den Helfer losschicken, aber wir müssen zur Getreidemühle. Und die ist ja auch dort, wo Farmers Market ist. Farmers Market. Ja, wo der ist jedenfalls, da ist auch die Getreidemühle. Und da müssen wir mal schauen, dass hier der Schneidwerkswagen nicht im Wege steht. So, wir werden hier lang fahren. Und unseren kleinen neuen Feldweg, weil, wie gesagt, wir müssen auch irgendwann mal anfangen, unsere Wege und unsere Flächen entsprechend zu bearbeiten und mit Pflanzen auszustatten, mit Wiesen und so weiter. Aber das kostet ja alles Geld. Geld, das wir nicht haben. Das wir nicht haben, Freunde. So, ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Zack. Ja, mal schauen. Kommen wir da rum? Ja. So, dann klappen wir das... Dann klappen wir das Ganze mal auf. Ja, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier in unsere Sonnenblumen reinfahren. So, dann legen wir mal los. Sorghum hier soll geerntet werden. Dann werden wir erstmal hier 1-2 Vorgewände fahren. Dann räumen wir mit dem JCB auf, sodass der Abfahrer dann parat steht. Und dann holen wir, glaube ich, nochmal unseren schönen Johnny. Weil der soll dann hier ein bisschen mithelfen, dass wir das Feld etwas schneller und zügiger abgearbeitet bekommen. Okay, und das würde ich sagen, das machen wir jetzt erstmal in einem kleinen Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder hier bei mir auf dem Kanal.
sind wir wieder zurück hier. Der Glas ist jetzt gleich voll. Jo, wunderbar. Dann versetzen wir den mal zurück. Mittlerweile haben wir ja auch unseren Johnny hier auf dem Feld. So, also diese Sorge um Hirse ist sehr, sehr ergiebig. Müssen wir mal schauen. Der JCB mit dem Fliegel, auch ein schönes Gespann. So, ich glaube, ja, der müsste hinten dann rausschieben. Das ist immer dann natürlich von Vorteil bei Silos oder Abladestationen, wo ja wieder irgendwas, ein Dach oder irgendwas drüber ist. Die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, dass der eine oder andere Kipper dann immer oben anschlägt. So, den bringen wir ein kleines bisschen weiter vor. Ja, okay. Müssen wir warten. Und dann holen wir nämlich noch unseren Fendt. Ich denke, wir nehmen den Fendt wieder mit unserem Anhänger und dann haben wir zwei Abfahrer. Dann sollte das hier einigermaßen zügig vorwärts gehen mit diesem Feld. Und wir machen auf jeden Fall wieder ein bisschen Cash. So, 62.000. Wir müssen eigentlich auch ein bisschen schauen, dass wir ja, unsere Schulden. Wir haben 450.000 Euro Schulden. Die müssen wir bei der Bank jetzt auch mal langsam abarbeiten. So, den schicken wir erstmal los. Und ja, der kann noch einmal abgeladen werden. Hier ist unser Fendt. So, und der Anhänger steht hier. Der Fliegel, der Grüne. So, wunderbar. Gut. So, dann haben wir nämlich auch hier den zweiten Abfahrer am Start für unseren John Deere. Und der andere ist ja auch schon gleich wieder voll. Und der Klaas schafft auch im Prinzip, glaube ich, nur eine Bahn. Also der ist ratzfatz voll. Und hat ja ein Fassungsvermögen von 10.500 Litern. So. Okay, den stellen wir mal dahin. Und dann können wir nämlich mit dem auch gleich dann nochmal den Klaas abtanken. So, dann schauen wir mal, aber erstmal hier aus. So, Blick. Ja, 31%. Okay, wir steigen in unseren Johnny X9. Und dann fahren wir hier auch erstmal ein kleines Vorgewende und dann können wir die nämlich dann parallel laufen lassen. So, da bin ich echt froh, dass wir jetzt endlich eine Lösung gefunden haben für unsere kleine Ballenproblematik, weil wir werden hier noch sehr viele Ballen machen. Bin ich fest davon überzeugt, denn unser Fermenter-Silo ist nicht so schnell bei der Arbeit und kommt nicht hinterher für unsere BGA. Die könnte nämlich richtig was wegschaffen und da brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Ballen. So. Er wendet schon wieder da drüben, das ist gut. Und dann können wir hier auch gleich unsere Abfahrer programmieren. Das sollte eigentlich mit dem Getreidesilo kein Problem sein, vor allem hier auf die Kürze. Der wird dann vermutlich, werden die Abfahrer immer dann diesen Weg da links lang fahren. So, der ist jetzt auch schon wieder bei 44. Ja, der müsste auch unbedingt gewaschen werden. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, haben wir denn einen Kercher schon am Hof? Ich glaube, wir haben gar keinen Kercher am Hof. Das ist ja sträflich. Wir haben das sträflich vernachlässigt, unsere Fahrzeuge. Wer hat wie, was, wo beendet? Hä? Augenblick mal. Na, stopp. Halt, halt, halt. So. Was ist mit ihm hier? Hä? Wieso ist er in die Bahn hier reingefahren? Merkwürdig. 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 So, dann setzen wir den mal zurück. Der soll natürlich hier reinfahren. So, Dille.
Jo. Dann werden wir den schon mal hier abtanken, damit er die Strecke komplett runterfahren kann. Sehr schön, das passt. Gut. Okay, der ist soweit abgetankt. Motor aus, dann hier Motor wieder an und dann runterlassen das Schneidwerk und losfahren bitte. Danke sehr. So. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch hier ein bisschen beschäftigt sein und ich bin fast im Überlegen, weil ich meine, der Tag bringt ja sonst nicht mehr allzu viel. Also auf unseren Feldern können wir wenig tun, aber ich bin fast im Überlegen, ob wir vielleicht dann noch den ein oder andere Ernteauftrag annehmen, damit hier auch Geld reinkommt. Denn im Moment sind wir da wirklich ein bisschen drauf angewiesen, weil sonst kommen wir mit unserem Hofbau überhaupt nicht vorwärts. So, da schicke ich jetzt auch gleich mal hier den Kollegen los. Was soll der Helfer mal ein bisschen weiterarbeiten? Ich hoffe, der wird sich nicht stören, weil er hier ein bisschen überlappt und dass er da vorne nicht an irgendeinem Baum hängen bleibt. Aber dann kann ich nämlich hier mit dem Fliegel gleich auch wieder abtanken. Und dann können wir den nämlich programmieren und schon mal losschicken. Und ich schaue nochmal, nur damit hier nichts falsch läuft. Ernte und das Ganze bringen wir zu... Oh, okay, Feld Nummer 4, Johnson Market. Johnson's Farmers Market. Kartoffeln, Raps, Ölmühle. Hm. Naja, ist ja egal. Also muss dann doch zu Johnson's. Nicht zur Getreidemühle, da muss es ein anderer Auftrag gewesen sein. So, und wenn wir den nämlich dann ja auch abgetankt haben bis zum Ende der Bahn, dann sollte er das doch hoffentlich dann zurückschaffen, dass wir immer das Rohr auf der richtigen Seite haben zum Abtanken. So, der Johnny wird sich bestimmt jetzt auch gleich melden. Und dann müssen wir da mit dem Fendt hin. Okay, dann lassen wir den jetzt hier fahren und programmieren den. Und zwar zack, 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 zack. So, Job erstellen und zwar laden, nee Quatsch, liefern, Johnsons, da haben wir es doch und er soll dann bitteschön wieder zurückkommen und zwar, ja, hierher. Okay und ab die Post und dann schauen wir mal, der wird natürlich jetzt hier auf den Feldweg fahren, von rechts rum hoffe ich doch, weil es der kürzere Weg ist. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, und der Johnny ist schon voll. Dann müssen wir doch gleich mit unserem Fendt hin. Ja, das sieht richtig gut aus, wenn man hier schön auf dem Feldweg fährt. Und links die Sonnenblumen. Sehr schön. Schönes Bild. Aber ich sehe jetzt gerade, kann es sein, dass wir da nicht komplett bis an den Feldrand gesät haben, weil wir da so viel überstehen. Ja, das kann sein. So. Naja, okay. Okay. Wird blockiert. Okay. Jetzt haben die sich verhakt, oder? Joi. Ja, schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Stopp, was macht der? Wo wollte der jetzt hin? So. Und ab die Post. Sehr schön. Das Lenkrad kommt wieder zurück. So.
So, und während da drüben der JCB, so wie es aussieht, den richtigen Weg findet und wir den richtigen Weg zu unserem Johnny gefunden haben und wir den jetzt hier abtanken, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für die heutige Folge, für das Interesse, für das Zusehen. An der Stelle möchte ich mich auch wieder recht herzlich bei euch für eure Däumchen und Kommentare bedanken. Und es freut mich sehr, dass wir wieder einige Abonnenten für diesen Kanal gefunden haben. Ich sage Dankeschön und heiße euch recht herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr auch zukünftig hier damit mit dabei sein wollt. Ich bedanke mich für die heutige Folge, sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.